Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Am Sonntag haben wir zusammen unseren ersten Sofa-Gottesdienst gefeiert. Aufgezeichnet haben wir ihn schon am Samstag und es hat sich anfangs ein bisschen komisch angefühlt. Eine leere Kirche und dann nur wir beide und unsere Organistin an der Orgel auf der anderen Seite der Kirche. Wir dachten uns, wie wird denn das? Zu Hause Gottesdienst feiern, geht es überhaupt? Wir sind eher Menschen, die sich lieber zu jemandem in die Reihe dazusetzen und am Ausgang mit den Menschen reden und die Hände natürlich schütteln und auch den ein oder anderen selber umarmen. Und doch heißt es ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das haben viele Menschen am Sonntag auch erfahren. Und erfahren es täglich. Zum einen natürlich bei unseren Andachten und Gedanken am Ende des Tages, bei unserem Sofagottesdienst. Zum anderen aber auch, wenn man zu Hause betet, vielleicht als Familie. Oder mit dem Nachbarn, der Nachbarin, mit dem Freund, der Freundin, die Losungen liest oder auch singt. Wir möchten mit Ihnen und euch heute singen, und zwar das Lied, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Im Bayerischen Gesangbuch die Nummer 568. Oder ihr findet wie immer den Text hier unter diesem Video. Wo zwei oder drei Und wir würden gerne heute Abend mit euch und Ihnen beten. Guter Gott, wir müssen als Familien mehr Zeit miteinander verbringen, als wir es gewohnt sind. Schule und Kindergarten fällt aus. Viele können und sollen nicht mehr arbeiten. Und wir bitten dich, sei du täglich bei uns. Hilf uns, den Alltag neu zu leben und zu erfahren. Und lass uns daran denken, dass du bei uns bist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt. Viele Menschen sind nun allein zu Hause. Viele fühlen sich abgehängt, einsam. Wir bitten dich für sie. Lass sie Mut fassen, auch zum Telefon zu greifen und so mit uns oder anderen Menschen Gemeinschaft finden. Im Austausch darüber, wie es geht, im gemeinsamen Gebet. Lass sie spüren, dass du nicht nur da bist, wo zwei oder drei versammelt sind. Und hilf uns, Helfer für die Einsamen zu sein. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wir bringen vor dich all diejenigen, die jetzt für andere da sind, die unsere Welt am Laufen halten, diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, diejenigen, die nicht zu Hause bleiben können und alle, die daran arbeiten, weiterhin dein Evangelium zu den Menschen zu bringen. Wo zwei oder drei in meinem
All das, was uns auf dem Herzen liegt, das dürfen wir in das Gebet legen, das Jesus Christus uns geschenkt hat. Miteinander und füreinander beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid behütet und bleibt gesund. Ihre und eure Ann-Sophie und Martin Höpfner, Pfarrer in Offenhausen.